Der hackt nicht. Gut. Hat Volvo schon alle Cheater gebannt? Ob jetzt? Wie sie immer so im Fernsehen spielen. Es ist voll. Let's review this evidence. Oh fuck. It's just too. Could be a cheat. Please don't be cheated. Ja, er dreht sich schon mal nicht, okay? Alles ist gut. Oh oh. Er scheint sie hier einfach nur zu riechen. Nehme ich an, das wird kein Cheat sein. Er hat zwar eben da hingeguckt, aber der denkt sich, ich höre die Geräusche von da. Da sind wahrscheinlich auch die Feinde. Und ich gehe jetzt einfach nur los, weil ich es fühle gerade, dass da niemand ist. Er fühlt's. Der hackt nicht. Gut, willkommen zum CSGO Overwatch Wahnsinn Teil 2. Die stinken halt einfach hart, die Cities, daher weiß er das auch. Da würde ich auch durch die Wände riechen können. Was war das hier für Spray? Ich werde übrigens endlich mal dem Rat von euch folgen und mich etwas weiterentwickeln, was diese Overwatches angeht. Denn man kann ja seit einem Jahr oder seit zwei Jahren oder seit es eben bekannt ist, diese Fälle auf gesonderte Art und Weise herunterladen und dann tatsächlich den Namen und das Steam-Profil des Cheaters herausfinden. Gibt schon lange, ich weiß, machen viele YouTuber. Ihr seid immer wieder auf mich zugekommen, habt gesagt, hey, mach das doch auch, ich kann dir erklären, wie es geht. Und ich habe immer irgendwie dankend abgelehnt. Aber Sanse hat mich jetzt dann doch überzeugt. Ich muss es halt nur noch machen, also heute werde ich es noch nicht machen. Aber bald werde ich mich dann damit beschäftigen. Er hat mir extra ein Tutorial gemacht, Sanse. Danke dafür. Übrigens. Der hat dann. Mit dieser Technik können wir dann eben in die Profile reinschauen, gucken, ob die vom Profil her auch gut aussehen oder eben nicht. Wahrscheinlich meistens nicht. Und das dann auch nochmal in die Entscheidung mit reinfließen lassen, gerade wenn wir uns vielleicht nicht sicher sind. Volvo, please let me make another. Ja, neuer Fall, gib mir den. Sehr schön. Wie gesagt, ich weiß, dass das schon ziemlich lange zur Verfügung steht. Das hat, glaube ich, in Amerika wie immer angefangen, ne? Und dann hat sich es halt von YouTuber zu YouTuber weitergetragen. Und ich weiß auch, ich bin mir sicher, dass sich diese Person wahrscheinlich ein bisschen aufregen wird. Mir hat jemand von euch vor 1,5 Jahren schon ein Video geschickt, in dem er erklärt hat, dass man das machen kann und wie es eben geht und dass ich das unbedingt machen soll. Sorry, dass ich es damals noch nicht gemacht habe. Also don't be mad, okay? Let's go! Ah, das 2. Gut. Zum Glück eine Map, auf der eigentlich nie jemand hackt. Wahrscheinlich haben wir jetzt einfach die Gegenseite. Mhm. Also ich bin mir sehr sicher, dass der natürlich komplett clean ist. Das ist einfach ein guter Spieler, der genau weiß, wo man halt hinschießen muss. Was stellt ihr euch so an? Okay, es werden Wetten angenommen. Achtung, glaubt ihr, der wird gleich noch eine Runde reindrehen? Einfach mal kurz die Kommentare schreiben. Aber jetzt, nicht weiter gucken und dann sagen, ja, ich hab's gesehen. Nee, nee. Glaubt ihr, der dreht jetzt gleich rein? Der Sack? Ich sag nein. Ich glaube, das reicht ihm. Durch die Wand Leute killen. Mit dem... Oh, da drüben. Pelican. Ich glaube, der hat einen Spinbot. Behaltet den gleich mit dem Auge durch die Wand. Das sieht eigentlich auch ein bisschen komisch aus. Der läuft normal, aber das hier sieht aus wie ein Spinbot hier. Pass mal auf, let's go. Ach so, halt. Ja, nicht so schnell natürlich. Ja, ja, der hat einen Spinbot. Nee. Doch, doch. Ja, ist ein Spinner. Wobei man hier natürlich wieder sagen muss, Trust schiebt die Cheater schön zusammen. Also da sind sicherlich auch leider ein paar richtig arme Schweine dabei. Ein paar Legits. Aber der Shot eben von hinten von A kam nicht von Pelican, von dem Spinbotter. Sah aber auch, oder kam er ähnlich krass rein. Ich glaube, dass der wohl auch anhat. Wir müssen gleich mal gucken. Wir müssen auch gleich mal bei den CTs gucken, ne? Weil der eine drückt ganz freche Shots. Achtung, dreh dich ja bitte zu deinen Mates um, du Dummbatz. Ja, ja. Ah, die werden so zerlegt. Ich hätte gerade schwören können, dass am Anfang bei den CTs, also im Spawn, guck mal, wie der durch Bunny hoppt. Ja, also der hat auch an. Er ist ja gerade eben die ganze Ding da hochgesprungen. Jetzt kommt gleich was geflogen, ne? Er weiß natürlich, dass da was kommt. Er sieht's ja. Hm. Wenn man bedenkt, dass von den Terroristen auch eben alle Cities zerlegt wurden und sie trotzdem mit der Bombe hier auf Short gehen, merkt man eben auch, dass es nicht nur eine schöne Hackerpartie ist, sondern eben auch vom Level her, beziehungsweise vom Rank her, halt eher low-bobbig ist. Wow. Jetzt dreh dich nochmal um zu deinen Mates. Ich glaube 4 oder 5. Ihr könnt die Zahlen da oben wahrscheinlich erkennen, ne, auf der Map. Ja, 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 warte, da sieht man's. Makave. Da, der spinbottet. Da, der auch, da auch, da, Pelican, hier sieht man's. He's butting.
Ja, hier oben sieht man es auch, ne? Er fängt jetzt an durch Smokes und durch die Wand in den Kopf. Wundert mich aber trotzdem, dass er nicht die ganze... Oh, der hat auch... Oh. Wir haben jetzt alleine schon 3 bestätigte Spinbotter und er zählt nicht zu denen, ne? Weil er ist ja nur normal am reinkacken. Da, guck, Woodpecker. Woodpecker hat an, Pelican hat an, also Spinny, Vanilli. Er guckt natürlich durch die Wand, man kennt's. Und wer war's bei uns? Moskau oder Macau oder sowas? Oh, 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 Achtung, Achtung, Pelican drückt sie jetzt. Er rennt von denen weg. Die hacken besser als ich. Weg mit dem Hund. Und noch einen Fall, bitte. Ich will noch einen. Bitte, komm. Gönn. Gimme, please, these falls. Gimme. Gönn doch einfach. Man muss nur rumpinsen, dann geht's. Aber jetzt spielen sie sich immer. Das ist wieder ein Riesenfall, so langsam wie das geht. Hopp. Ich nehm's einfach und zieh's. Welche Map wird's? Lass mich raten. Wow. Weißt du, die dritte Perspektive derselben Runde. Nochmal. Oh, das war schon mal ein taktisch wertvoller Sprung. Okay, er geht hier auf Burst. Er geht wieder zurück auf Single. Das ist jemand. Der geht mit kalter Berechnung dran. Der wird nicht hacken. Der kennt sich aus. Der weiß, wie ein Knife aussieht. Seine Maus geht noch nicht. Er guckt die ganze Zeit in dieselbe Richtung. Er geht mit Burst dran. Das ist doch ein Dackel, oder? Die 4 Cities auf Long sehen, ja, normal aus. Okay, das war natürlich ein flotter Schuss. Ein weiterer sehr, sehr flotter Schuss. Erster Mate geht raus. Er drückt noch einen Headshot. Ist aktuell bei 100% Hatchets. Und der letzte CD steht da unten und hat Angst. Und er hat eben runtergespitzelt noch. Er hat so nach links unten mit der linken Seite seines Bildschirms geguckt, dass er, ja, Falte durch die Wände gucken kann. Genau wusste, wo er steht. Und da haben sich die Tiers ihre erste Runde gesichert. Also er sieht sehr genau, wo der Gegner sich befindet. Und ich denke auch, dass sein Fadenkreuz sich auch so ein bisschen alleine bewegen kann. Computergesteuert. Und da kommen die Gegner. Nummer 1. Mhm. Und Nummer 2. Wow. Sag mal, was war das für eine Reaktion, wenn man bedenkt, dass er ihn ja durch die Wand auch eine ganze Weile sehen kann. Er ist bei 100% Headshot-Rate. Er hat gerade eine KD von 6. Er weiß auch, dass da rechts wieder jemand steht. Er weiß, dass da links jemand steht. Er geht nicht einfach so raus. Hier wird abgemollied. Kann man schon machen. Es ist schon wirklich bitter, wenn man das so sieht. Da sind Leute dabei, die vielleicht noch gar nicht so lange Counter-Strike spielen, die einfach nur Spaß haben wollen. Und dann hast du so einen Dummbatz im Gegnerteam, der dir so eine Schelle reindrückt. Das macht doch keinen Spaß. Das ist kacke. Und das ist sofort so. Weißt du, wenn du jemanden hast, der eine KD von 10 hat. Ich meine, gut, Larry hatte, glaube ich, auch schon mal eine ähnliche KD, aber die ist halt dann noch irgendwann weg. Aber ich glaube, Achtung Leute, ein weiteres Ratespiel. Ich glaube, er wird jetzt bis zum Ende dieses Falls nicht mehr sterben. Würde dir das auch bestätigen oder sagt ihr, der frisst schon nochmal, der frisst schon einmal noch. Wenn die Cities auch machen sollten, hat das vielleicht auch schwer, aber ich glaube, dass er nicht mehr stirbt. Aktuelle KD, 10. Bombe ist übrigens down am T-Spawn. Ich denke, dass sie halt auch wissen, dass sie einen Hacker haben und dann ist es auch einfach kacke, ne? Egal, ob du im Winner-Team oder im Lose-Team bist. Erstens weißt du, dass es halt einfach kacke ist, das Spiel jetzt. Und zweitens, das Spiel wird eh nicht gewertet. Drittens fällt in zweitens rein. Niemand ist ja wirklich stolz darauf, wenn er mit einem Cheater im Team was holt. Ne? Man weiß ja, das Spiel ist jetzt halt... es wird wahrscheinlich zu den eigenen Gunsten ausfallen und man hat nichts davon. Hey, der? Er hat nur noch eine KD von 12. KD 6,5? Fucking Scrap! Richtiger Loser, Alter. Soll man lernen zu spielen. Deinstall game! Later. Es war wieder eine holprige Fahrt. Dreimal das 2 ist natürlich auch für den erfahrensten Overwatcher eine harte Nummer. Aber naja, demnächst können wir danach schauen, wie die auf Steam wirklich so sind, wie die heißen, wie ihr Profil aussieht und vor allem, ob sie gebannt wurden. Aber ich kann natürlich auch schon erahnen, was da wohl sein wird. Steam-Accounts, die ein Jahr alt sind, nur Counter-Strike haben, sonst nichts. Im Gästebuch werden wahrscheinlich eher unerfreuliche Nachrichten stehen und das war's. Gut, Leute, dann bedanke ich mich mal fürs... Das ist natürlich jetzt verlockend, aber ich habe nicht genug Zeit. Nehmen wir uns für nächstes Mal auf. Ich hoffe, dass es nicht wieder das 2 ist. Vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank für eure Kommentare in den letzten paar Videos, vielen Dank für die Likes und so weiter und so fort. Ich freue mich sehr über eure Aktivität. Und natürlich geht jetzt noch ein ganz großer Gruß raus an meine Patreons und an meine Kanalmitglieder. Schön, dass ihr da seid. Vielen Dank für eure Unterstützung. Es ehrt mich sehr, dass ihr hier auf so guten Content vertraut, auch in Zukunft, dass ihr eben auch diese Unterstützungsform gewählt habt. Danke. Later.